Meine sehr verehrten Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste hier im Paul-Löbe-Haus, darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Tag der Ein- und Ausblicke. Mein Name ist Jäger und ich habe heute die Aufgabe, hier zu moderieren. Wir haben heute eine Veranstaltung auf der Tagesordnung des Ausschusses für europäische Angelegenheiten hier im Deutschen Bundestag. Und es geht um die Frage EU-Erweiterung und Reformen. Wo ergeben sich Vorteile, wo möglicherweise auch Nachteile? Und Sie haben wahrscheinlich hier auch direkt neben mir erkannt den Vorsitzenden des Ausschusses, Dr. Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen. Dann sehen Sie ebenfalls zu meiner Linken den Herrn Abgeordneten Stockmeier aus den Reihen der FDP-Fraktion. Dann neben ihm den Abgeordneten Petri aus den Reihen der SPD-Fraktion und wiederum aus den Reihen der Bündnis 90 Grünen den Herrn Abgeordneten Sacher. Ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch. Das Thema Europa geht uns alle an. Und ich will mal so ganz kurz vorwegschicken, ich glaube, die meisten von Ihnen gehen doch d'accord, wenn ich sage, die Europäische Union ist ein riesiges Erfolgsmodell gewesen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir haben noch nie eine Phase des Friedens und der Stabilität in Westeuropa gehabt, die so lange andauerte. Und das ist nicht zuletzt der Europäischen Union zu verdanken. Es gibt aber auch eine ganze Menge Baustellen. Und es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Kritik. Und darüber wollen wir heute sprechen. Die Europäische Union hat vor, sich zu erweitern. Mittelfristig gibt da zurzeit 10 Länder, die da in der Diskussion stehen, ob sie auch aufgenommen werden sollen. Dazu wird uns sicherlich gleich die Teilnehmerrunde hier einiges Näheres beitragen. Ich möchte aber zuallererst die Gelegenheit ergreifen, den Vorsitzenden, Herrn Dr. Hofreiter, zu fragen, welche Aufgabe hat eigentlich der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und wo sind tatsächlich zurzeit Ihre größten Baustellen? Was ist das, was den Leuten tatsächlich am meisten zurzeit auf den Nägeln brennt? Erstmal möchte ich Sie auch ganz herzlich begrüßen hier im Paul-Löbe-Haus. Das Paul-Löbe-Haus ist das Gebäude, wo die Ausschüsse tagen. Das ist ja der Maschinenraum des Parlaments, in dem Sie sich befinden. Und wenn Sie genau hinschauen, es ist sozusagen, wird es nicht nur der Maschinenraum genannt, sondern wenn Sie sich in dem Gebäude hier umschauen, sehen Sie hier einen 8-Zylinder-Reihenmotor. Wenn Sie genau hinschauen, nämlich auf jeder Seite 4 Zylinder und dann hinten haben wir noch einen 9. Zylinder. Das ist der Europazylinder, wo der Europaausschuss tagt mit einem sehr schönen Blick über die Spree. Was sind die Hauptaufgaben des Europaausschusses? Ein Teil davon ist die sogenannte Integrationsverantwortung, also dafür zu sorgen, dass auch alles letztendlich verfassungsgemäß und demokratisch vernünftig abläuft im Verhältnis von den Rechten des Nationalstaates im Verhältnis zum Europa, also zur Europäischen Union. Und dann haben wir natürlich eine ganze Reihe als sogenannter Querschnittsausschuss, der für viele Themen zuständig ist, von sehr wichtigen Themen. Ein ganz wichtiges Thema ist schon angesprochen worden, die Erweiterung der Europäischen Union um so große Länder wie die Ukraine oder auch kleine Länder, die schon sehr, sehr lange warten, wie zum Beispiel Nordmazedonien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Themenpunkt, weil nämlich die Erweiterungspolitik mit am ersten Stabilität in die Regionen bringt. Dann ein weiteres wichtiges Thema ist die Rechtsstaatlichkeit. Denn wir haben in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Am prominentesten Ungarn. Ungarn hat das Problem, dass da eine nur noch halbdemokratische Regierung an der Macht ist, die in großem Umfang Steuergelder veruntreut, man könnte direkt sagen stiehlt. Und das betrifft alle Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Europäischen Union, weil da auch europäisches Steuergeld dabei ist. Dann geht es um so Fragen Erhalt und Ausbau der Industrie. Wie gehen wir mit China um? Wie gehen wir mit Russland um? Wie kriegen wir den Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet? All das hat eine europäische Dimension,
auch europäische Sicherheitszusammenarbeit, Handelspolitik. Also wir haben eine ganze Vielzahl unterschiedlichster Themen, die wir bearbeiten. Der Europaausschuss ist für manche Sachen direkt zuständig, für manche Sachen mitberatend, das heißt mit zuständig. Und eine ganz wichtige Aufgabe des Europaausschusses ist es auch, die Verbindung zwischen dem nationalen Parlament, dem Europaparlament, der Kommission und dem Rat darzustellen. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Kontrolle des Rates. Der Rat ist eins der mächtigsten europäischen Gremien, nicht das Treffen der 27 Mitgliedstaaten. Ja, vielen Dank, Herr Hofreiter. Ich möchte gleich eine Frage anschließen aufgrund der aktuellen Ereignisse. Herr Hofreiter ist selber gerade gestern erst aus der Ukraine zurückgekommen. Und die Ukraine ist ja einer der Kandidaten, dem man jetzt auch den Kandidatenstatus gegeben hat. Insofern vielleicht nochmal an dieser Stelle die Frage, wie ist Ihr Eindruck gewesen? Glauben Sie persönlich, dass die Ukraine tatsächlich diese doch recht hohen Ansprüche in puncto Aufnahme in die Europäische Union langfristig erfüllen kann? Die Ukraine wird, wenn sie nicht vom Weg abkommt, was schon bei Ländern passiert ist, wie zum Beispiel bei Serbien, wo wir vor kurzem massive Wahlfälschung haben, wird, wenn es nicht vom Weg abkommt, bei ihren Reformbemühungen, bei ihren starken Bemühungen, die Korruption zu bekämpfen, die Bedingungen erfüllen können. Aber die Ukraine hat halt eine ganz große Herausforderung. Sie wird konstant von Russland angegriffen. Wir sind, man muss sagen, die ukrainische Eisenbahn fährt auch im Krieg pünktlich. Wir sind pünktlich um kurz nach 5 Uhr morgens in Kiew angekommen und mussten dann möglichst schnell mit einem gepanzerten Fahrzeug ins Hotel und da in den Luftschutzkeller, weil nicht bis 7 Uhr noch Luftalarm war, weil Russland wieder im großen Umfang die zivile Infrastruktur der Ukraine bombardiert hat. Unter anderem ist von einer fünfköpfigen Familie hat in Lviv nur der Vater überlebt, weil da systematisch Wohngebiete bombardiert worden sind. Deshalb die Ukraine hat eine ganz große Herausforderung, nämlich ihre eigene Bevölkerung gegen die Luftangriffe aus Russland zu schützen. Und gleichzeitig gelingt es der Ukraine im Moment, in großem Umfang Reformen umzusetzen. Also sie wird besser bei dem Kampf gegen die Korruption. Sie wird besser im Bereich der Justiz, die eine große Herausforderung ist. Aber sie hat natürlich noch einen weiten Weg vor sich. Denn sie muss erstens wieder Frieden herstellen, zweitens ihre Bevölkerung schützen und drittens dann die Voraussetzungen erfüllen. Und das alles gleichzeitig im Krieg ist einfach nicht einfach. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Hofreiter. Ich gebe mal die Fragen weiter an Herrn Abgeordneten Stockmeier. Wenn man auf Sie zukommt und sagt, sagen Sie mal, wo liegen denn eigentlich die Vorteile der Erweiterung für Länder wie Deutschland? Wenn man jetzt zum Beispiel die Ukraine oder auch Georgien oder Moldawien aufnehmen würde in die Europäische Union, welche Vorteile haben wir eigentlich hier in Deutschland davon? Wirtschaftliche Art vor allen Dingen. Sie sind, glaube ich, Experte für Energiepolitik. Was würden Sie darauf antworten? Lieber Herr Jäger, darauf möchte ich Ihnen folgende Antwort geben, weil in Ihrer Frage ja so ein bisschen mitschwingt, naja, eine solche Erweiterung könnte auch Nachteile für Deutschland mit sich bringen, beziehungsweise Schwierigkeiten. Beispielsweise dadurch, dass, wenn wir den europäischen Binnenmarkt erweitern, da für manche deutsche Unternehmen sich durchaus im europäischen Binnenmarkt ja auch die Wettbewerbssituation, die Konkurrenzsituation noch mal verschärfen könnte. Wir haben gleichwohl trotzdem in der mittleren bis langen Frist Vorteile davon, wenn wir die Europäische Union weiter erweitern. In dem Kontext will ich noch mal daran erinnern, dass das ja auch bei der letzten großen Erweiterungsrunde nach Zentral- und Osteuropa hin so der Fall gewesen ist. Da hat sich im Rückblick nach ein paar Jahren herausgestellt, für die deutsche Wirtschaft sind da ganz neue Märkte entstanden, in die wir auch sehr viel exportieren konnten. Wiederum kommen aus diesen Ländern bis auf den heutigen Tag Arbeitskräfte und Fachkräfte zu uns, die wir hier auch dringend
brauchen. Mit anderen Worten, wir werden da auch auf eine Situation zusteuern, wo wir in manchem auch Übergangsfristen brauchen, damit sich neue Mitgliedstaaten der Europäischen Union strukturell auf das Neue ausrichten können und auch wir in der ein oder anderen Hinsicht. Aber wenn wir das machen, dann bin ich zuversichtlich, dass uns das auch so gut gelingen wird, wie es uns mit der letzten großen Erweiterung der Europäischen Union auch schon gelungen ist. Letzter Punkt. Da sind damals, denke ich, auch ein paar Fehler gemacht worden, aus denen wir für nächste Erweiterungen in der Tat auch etwas lernen können. Und jetzt doch tatsächlich letzter Punkt. Ich bin selber kein Experte in Sicherheitspolitik, aber für mich ist auch ganz klar, gerade wenn wir die jetzige geopolitische, sicherheitspolitische Lage in Europa betrachten, dann ist es, glaube ich, jedem klar, dass auch für unsere Sicherheit hier in Europa, für unsere Sicherheit hier in Deutschland, es von Vorteil ist, wenn wir die Europäische Union weiter nach Osten erweitern. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mal eine weitere Frage stellen, die uns hier in Deutschland sicherlich auch interessiert, nämlich die Frage, inwieweit kann denn jetzt die deutsche Wirtschaft von einem Aufbauprogramm in der Ukraine profitieren? Ja, wenn es mal dazu kommen sollte, dass dieser unsägliche Krieg tatsächlich ein Ende gefunden hat, wird dieses Land ja wohl auch wieder aufgebaut werden, so hoffe ich. Und da gibt es auch manche, die vermuten, die deutsche Wirtschaft, die säße sozusagen schon längst in den Startlöchern und würde praktisch jetzt schon so ein bisschen darauf schauen, wie können wir uns denn in der Ukraine engagieren. Ist das richtig? Herr Petri, wie würden Sie das beurteilen? Nein. Ja, Herr Jäger, ich würde mal sagen, es ist eine traurige Wahrheit eher, denn der Krieg ist Leid und Tod für Millionen von Menschen, für Hunderttausende. Darauf muss man immer wieder hinweisen, dass wieder aufgebaut werden muss mit enormen Mitteln. Und da werden auch sehr viele europäische Mittel erwartet und auch zu Recht erwartet. Dort wird auch Russland mit hineingezogen werden müssen im starken Ummaße, dass daraus auch resultiert, dass wirtschaftliche Tätigkeit in dem Land stattfindet und aus Deutschland heraus unterstützt wird mit entsprechendem Know-how und mit Firmen, die dies können. Das liegt, glaube ich, auf der Hand, auch aus der Nähe. Ich würde mal sagen, je näher man dran ist, umso mehr wird es da auch unmittelbar in der Infrastruktur geben, also Polen, die Nachbarn direkt, aber auch wir mit entsprechenden Kapazitäten. Ja, das ist eine traurige Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Sacher. Sie hatten eben mal geäußert, dass Sie sich zu Georgien auch sehr intensiv informiert hatten. Das ist im Grunde so ähnlich wie das Baltikum, ein Land, wo man ganz ehrlich sagen muss, denen geht im Moment richtig die Muffe, weil sie nicht genau wissen, ob sie nicht als nächstes vielleicht von Russland bedroht werden. Und die Frage ist natürlich, kann man das tatsächlich riskieren, dass man diesen Ländern, Ukraine, wo das Kriegsrecht gilt, Georgien, wo möglicherweise auch ein Angriff zu befürchten ist, dass man denen tatsächlich einen Beitritt in die Europäische Union anbietet? Ist es unter den Umständen vielleicht sinnvoller, einen gepufferten Beitritt anzubieten, um möglichen Risiken aus dem Weg zu gehen? Ich glaube, das ist im Moment ja auch in der Diskussion, ne? Also nicht sofort in die Vollen zu gehen, sondern praktisch einen gepufferten Beitritt anzubieten. Könnten Sie da vielleicht noch mal, vielleicht auch mit dem Hintergrund Georgien, noch etwas Näheres zu sagen? Denn wir wissen ja, Georgien ist ja auch im Moment so etwas politisch in der Bredouille. Sie sagen es, Georgien war eigentlich auf einem guten Weg in die Europäische Union, der auch von uns hier aus dem Ausschuss, aber auch von dem Parlament unterstützt wurde. Die Befürchtung in Georgien, dass sie die Nächsten sein könnten, ist nicht nur eine Befürchtung. Also wenn man die geografische Lage sieht, die Grenzen an Russland, 20% des Landes sind von Russland besetzt oder von Schutztruppen. Abchasien gehört zu Georgien, ist aber sozusagen nicht unter georgischer Verwaltung momentan. Das heißt, das sind alles Probleme, die natürlich gelöst werden müssten,
bis ein Land wie Georgien oder auch Ukraine, man kann Ukraine nicht in die EU aufnehmen, während dort noch der Krieg tobt. Das wird nicht funktionieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Georgien. Georgien ist leider jetzt in diesem Jahr es massiv passiert, dass sich die Regierung von diesem europäischen Weg sehr deutlich und sehr drastisch abgewendet hat und sich wieder sehr deutlich Richtung Russland orientiert. Da gibt es Verstrickungen natürlich von Leuten, die wichtige Positionen haben, die alle eher einen russischen Hintergrund haben. Ich selbst bin dort gewesen in Tiflis, in der Hauptstadt. Und wenn man diese Stadt sieht, dann weiß man einfach, das ist eine europäische Stadt. Gerade die jungen Menschen, die dort leben, die haben eine Orientierung nach Europa. Die wollen das auch. Die wollen nicht weg. Die wollen dort bleiben in Georgien, aber zum Beispiel eine universitäre Ausbildung oder sonst eine Ausbildung und sei es nur Reisen in die Europäische Union. Das ist sozusagen die Perspektive für das Land. Und die Möglichkeit, die diese Beitrittsverhandlungen bieten, um eine Stabilisierung auch dieses Raumes herzustellen, des geografischen Raumes, weil es geht ja dann noch weiter, es liegt dahinter noch Armenien. Ich will jetzt nicht sagen, dass Aserbaidschan in die Europäische Union kommt, aber das ist natürlich ein ganzer geopolitischer Raum, um den es dort geht, und dort eine Stabilisierung durch allein schon die Beitrittsverhandlungen herzuführen. Das ist ein großes Ziel und sehr wichtig, und auch die Menschen dort vor Ort zu unterstützen und vor allem erstmal das Gefühl zu geben, wir schauen hin, wir sind da. Wir wollen euch bei uns haben. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Schritt. Ah ja, danke schön. Herr Dr. Hofreiter, kommen wir mal zum Thema Ungarn. Der Viktor Orban, der bereitet uns ja hier so bei den ein oder anderen Dingen etwas Kopfzerbrechen. Wie gehen wir jetzt mit Ungarn um und mit seiner Einstellung zu vielen Dingen? Ich frage jetzt mal so ganz familiär, haben Sie mal mit Viktor Orban, sind Sie mal mit ihm zusammengetroffen? Haben Sie Erfahrungen mit ihm gesammelt? Wie würden Sie ihn einschätzen? Kann man mit dem reden oder ist er grundsätzlich dagegen? Ich glaube, es ist nicht so wichtig, welche Einstellungen er prinzipiell hat, sondern Ungarn ist Mitglied der Europäischen Union und wir müssen dafür sorgen, dass Ungarn sich an die Regeln hält. Beziehungsweise die ungarische Regierung nicht. Viele Menschen in Ungarn würden sich gern dran halten und die Bevölkerung in Ungarn leidet darunter. Ich war erst vor der Sommerpause in Budapest, da haben wir nicht Orban getroffen, aber doch einen Teil der Minister. Und es ist vollkommen klar, dass es am Ende diesen Regierenden der Daten geht, ihre Pfründe und ihre Macht gegen demokratische Wahlen und gegen eine unabhängige Justiz zu verteidigen. Aber Orban hat einfach auch große Schwierigkeiten. Seine Wirtschaft bricht, ist massiv eingebrochen. Der Staat ist nahezu pleite. Er hat außer die Slowakei keine Verbündeten mehr innerhalb der Europäischen Union. Und wie das bei uns aber gern dargestellt wird, dass Orban allen so auf der Nase rumtanzt, ja, das versucht er immer. Aber am Ende ist er sehr, sehr wenig erfolgreich. Und wie gesagt, man muss sich... Und deshalb muss man den Weg weitergehen, den man bis jetzt gegangen ist, in meinen Augen konsequenter. Nämlich, wenn sich die ungarische Regierung nicht an die Regeln hält und weiter Geld veruntreut, das ist im Grunde Geld auch der ungarischen Steuerzahler, aber auch anderer europäischer Steuerzahler, dann müssen die europäischen Gelder weiter zurückgehalten werden. Und dann braucht es entsprechende Verfahren. Und in gewisser Hinsicht, wenn man es böse ausdrücken will, kann man verstehen, dass diese Regierung agiert, wie sie agiert. Nämlich, wenn es wieder demokratische, völlig freie und faire Wahlen auch im Vorfeld gäbe und eine unabhängige Justiz, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der im Moment handelnden Personen am Ende vor Gericht landen würden, weil sie, wie gesagt, Milliarden von Euro veruntreut haben. Und von ungarischem Geld, von europäischem Geld. Und deswegen klammern sich die mit allem, was sie haben, an die Macht. Und deshalb muss man da weiter konsequent sein und in meinen Augen noch konsequenter. Ja, Dankeschön. Herr Stockmeier, ich würde Sie als Vertreter der FDP-Fraktion gerne noch mal fragen. Die FDP setzt sich ja gerne ein für Rechtsstaatlichkeit und auch freie Marktwirtschaft. Inwieweit legen Sie denn jetzt darauf Wert, wenn es um die Erweiterung geht der Europäischen Union?
Rechtsstaatlichkeit mit dem Blick auf, wir hatten es gerade gehört, Ungarn, die Ukraine ist sicherlich auch nicht gerade ein Beispiel für Rechtsstaatlichkeit. Also Opposition, Korruption, das sind so Fragen, die stellen sich schon im Zusammenhang auch mit der Ukraine. Haben Sie da irgendwie Schwerpunkte bei den Liberalen gesetzt, dass Sie sagen, also da müssen wir ganz besonders hinschauen, hier liegen unsere speziellen Interessen in den Reihen der FDP? Ich würde sagen, da kommt es jetzt weniger auf spezielle FDP-Interessen an, sondern auf etwas, auf das wir uns, glaube ich, hier alle verständigen können, nämlich darauf, dass ein Land Mitglied der Europäischen Union wird, in dem wirklich Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Rechtsstaatlichkeit ist ja Basis einer der Pfeiler, auf denen eine liberale Demokratie beruht, einer der Pfeiler, auf die wir uns alle verständigen können. Und meiner Einschätzung nach ist es so, dass es da in der Ukraine noch sehr viel zu tun gibt. Es gibt in der Hinsicht übrigens auch in schon bestehenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr viel zu tun. Das ist übrigens auch ein Gebiet Korruptionsbekämpfung, wo man auch sehen kann, dass es für die bestehenden Mitgliedstaaten, für die Bürgerinnen und Bürger in den bestehenden Mitgliedstaaten eine ziemlich coole Sache ist, dass es da jetzt schon eine europäische Institution über den Nationalstaaten gibt, an die man sich auch wenden kann, wenn in der Rechtsstaatlichkeit im eigenen Land etwas nicht funktioniert. Und da ist es so, dass das sich in Staaten bei Beitrittskandidaten gut entwickelt. Das ist keineswegs ein Selbstläufer. Das ist wirklich mit zackigen Anstrengungen verbunden. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass ein Beitrittsprozess hin zur Europäischen Union, der sich über viele Jahre hinstrecken kann, dass ein solcher Beitrittsprozess aber schon währenddessen in diesen Ländern eine Entwicklung hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit befördert. Also in zum Teil ganz speziellen institutionellen Fragestellungen, dass auch einfach klar sein muss, dass die Unabhängigkeit der Justiz von parteipolitischen Entscheidungen wirklich gewahrt sein muss. Ja, und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kann ein Beitritt auch nicht erfolgen, beziehungsweise erst, wenn das in Ordnung gebracht ist. Und das ist uns von der FDP sehr wichtig, habe aber auch den Eindruck, das ist Toni Hofreiter, das ist Kollege Petri und auch jetzt Kollegen von der CDU, die hier nicht anwesend sind, das ist denen genauso wichtig. Mit anderen Worten, das ist mal eine Frage, wo sie auch wirklich, einen guten überparteilichen Konsens, eine überparteiliche Wertsetzung sehen können. Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch etwas Grundsätzliches mal nachfragen. Wenn die Europäische Union vorhat, andere Staaten mit aufzunehmen, mittel- oder langfristig, da gibt es ja so eine Art Screening, so ein Monitoring, ob sie überhaupt diesen Ansprüchen auch gerecht werden, diese anderen Staaten. Und da gibt es gewisse Kriterien, die da eine Rolle spielen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Vielleicht kann einer von Ihnen, ich würde jetzt einfach mal fragen, Herr Sacher, vielleicht können Sie, Entschuldigung, Herr Petri, vielleicht können Sie einfach mal versuchen, so die grundlegenden Punkte zu erwähnen. Wie funktioniert eigentlich so ein Screening? Wie geht das? Ja, es ist ein sehr langwieriges Verfahren, im Durchschnitt über 10 Jahre. Der Rekordhalter, der im Verfahren ist, ist die Türkei im Übrigen. Adenauer hat denen mal 63 versprochen, sie können kommen. Sie sind seit über 20 Jahren im Verfahren. Schnellster waren, glaube ich, die Finnen nach 5 oder 6 Jahren. Es geht los, dass man zunächst einmal beschließt, Beitrittsverhandlungen zu machen. Dann nach einem gewissen Prozess und nach einer gewissen Vorprüfung, Beobachtung vor Ort mit Institutionen,
gibt es dann den Kandidatenstatus, es gibt eine Beitrittskonferenz und dann gibt es über 30 Kapitel, die eröffnet werden müssen, erfüllt werden müssen. Es geht mit Rechtsstaatlichkeit los, Korruption, da ist aber auch Wirtschaft, da ist Sport dabei, da ist Landwirtschaft dabei, da ist Tourismus dabei, um die europäischen Standards zu erfüllen. Und alles muss abgeschlossen sein, bevor man dann einen Beitrittsvertrag, also die Beitrittsurkunde, bekommt, beziehungsweise alles muss auch in dem Verfahren einstimmig abgeschlossen werden, was es nicht einfach macht. Und deshalb dauert das auch alles so lange. Die Türkei hat, glaube ich, 21 Kapitel bereits erfüllt. Die ist gar nicht so weit weg, aber unter Erdogan ist sie wieder weit zurückgefallen. Serbien, Anton hat es eben genannt, Toni hat es eben genannt, war schon viel weiter, fällt wieder zurück. Manche kommen nach vorne, ganz schnell. Georgien hat auch einen guten Weg gemacht, im letzten Jahr leider die Rückschritte. Die Ukraine, enorme Leistung im Krieg, da zoll ich hohen Respekt, ist aber noch weit weg, kann auch. Deshalb, diese Kontrolle dient dazu, damit ein Land, das aufgenommen wird, in den entsprechenden Standards, die wir in der Europäischen Union haben wollen, auch erfüllt. Und das ist eben ein langes Verfahren. Ich gehe mal davon aus, dass die 10, die zu uns kommen, das sind die sechs Balkanländer, das sind die Länder ums Schwarze Meer, nämlich die Türkei, Ukraine, Georgien und Moldawien, dass dies im Prozess in dieser Dekade dauert und dass wir dann Anfang der nächsten Dekade, also Anfang der 30er, mit tatsächlich weiteren Beitrittsschritten rechnen können. Es kann aber eine Änderung in der sogenannten Methodologie geben, das, was Sie eben angesprochen haben, dass wir Vorstufen haben, wo wir Partizipation, politische Partizipation, Partizipation an Programmen, etwa Bildungsprogrammen oder anderem, auch den Ländern geben und dann auch der Schutzaspekt, der entsprechend auch in der Europäischen Union verankert ist, nicht nur in der NATO, dass dies auch entsprechend diskutiert werden muss, wie wir hier Fortschritte im Verfahren machen, um den Ländern eine echte Perspektive zu geben. Vielleicht noch ein Satz. Ich finde es ganz spannend, dass so viele Länder Menschen zu uns wollen und nicht weg wollen. Wir werden eine Familie, die größer wird, neue Freunde gewinnen, Sie haben eben den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen. Es geht aber nicht nur um Wirtschaft, Europa ist viel mehr. Ein Freiheits- und Wohlstandsversprechen steckt hinter der europäischen Idee und das mit neuen Partnern, das finde ich hochspannend. Die Standards müssen erfüllt sein, das Verfahren dauert allerdings sehr lange. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt hier den Eindruck gewinnen können, dass die Abgeordneten aus den Fraktionen, die jetzt gerade hier vertreten sind, im Wesentlichen für eine Erweiterung sind. Es gibt aber auch sicherlich einige, die sind dagegen. Und ich denke, sie sind jetzt hier auf dem Podium nicht vertreten, aber vielleicht sollte man trotzdem auch mal einige kritische Stimmen hier ansprechen. Wie argumentieren die Kritiker einer Erweiterung der Europäischen Union? Welche Argumente tragen sie vor? Vielleicht wollen Sie, Herr Sacher, wollen Sie dazu was noch sagen? Oder? Ich kann ja kurz einsteigen und ich werde jetzt nicht Argumente gegen die Erweiterung der Europäischen Union groß vortragen, aber was ja klar ist, die Erweiterung ist immer auch mit einer Reform verbunden. Und die Reform der Europäischen Union muss eigentlich auch ohne die Erweiterung schon angegangen werden. Weil ich glaube, selbst auf diesem Podium wird jetzt keiner sagen, die Europäische Union zeichnet sich durch große Geschwindigkeit, Leichtigkeit, Transparenz aus. Und das sind natürlich alles Sachen, die eh angegangen werden müssen. Und ich glaube, Kritiker stellen das eher in den Vordergrund. Und natürlich stimmt es so, wenn es noch komplexer wird, werden all diese Sachen, die heute haken, auf den ersten Blick ein bisschen mehr haken. Ich denke aber, alle Argumente dagegen werden dadurch entkräftet, was ja auch schon mehrfach gesagt wurde, auch diese geopolitische Stabilisierung des europäischen Raums, die ist so wichtig und zentral. Und deswegen kann ich einfach nicht nachvollziehen und gerade auch als Deutscher und deutscher Politiker sehe ich, wenn ein Land von der Europäischen Union profitiert hat, nicht nur aus der Geschichte gesehen, dass wir überhaupt Teil dieser Europäischen Union sein können. Und ich würde sagen, heutzutage einer der wesentlichen Teile dieser Europäischen Union sind. Gerade wenn man so das Weimarer Dreieck mit Frankreich, Polen und Deutschland sieht. Das ist ein ideeller Vorteil, den wir als Deutschland dort rausziehen, aber auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Das wird ja immer so getan, wir zahlen und zahlen und zahlen. Ja, was kriegen wir denn zurück? Aber wenn man wirklich auf die Wirtschaftsbilanzen schaut, sehen wir, dass Deutschland von dem freien Markt in Europa profitiert. Und das ist einfach eine Sache, da kann ich nicht verstehen, wie man dagegen versucht zu argumentieren, letztendlich. Deswegen jetzt von mir keine
Gegenargumentation, sondern einfach nochmal der Hinweis darauf, dass natürlich Reformen stattfinden müssen, wie jede Organisation sich ständig auch reformieren muss. Ne? Weil, was ich heute beschließe, kann in 10 Jahren nicht mehr zeitgemäß sein. Da muss ich drüber schauen. Ist das wirklich noch das, was heute auch State of the Art ist? Und so ist es bei der Europäischen Union auch. Und es ist sicherlich nicht einfach mit 27 Nationen, die alle ihre nationalen Interessen haben, ihre eigenen Geschichten haben, ihre eigene Geschichte haben, die alle unter einen Hut zu bringen. Ja, Dankeschön. Herr Petri, Sie hatten sich eben auch noch mal so ein bisschen gemeldet. Ich wollte an Sie noch mal gerade eine Nachfrage stellen. Sie hatten ja eben zum Thema Screening, Monitoring einiges gesagt. Würden Sie denn diesen Beitrittskandidaten auch den Euro anbieten, wenn Sie die Kriterien erfüllen würden? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Das wäre ja sinnlogisch falsch, wenn man es nicht machen würde. Im Übrigen sind auch die, die den Euro als Geldschein nicht haben, im Euro-System, im Währungssystem drin, also entsprechend im Verrechnungssystem drin. Das wird immer irgendwie unterschlagen, auch wenn man die harte Währung jetzt nicht in der Hand hat. Aber selbstverständlich, da sind nochmal im Euroraum Sonderkriterien aufgelegt, die man erfüllen muss, ist das Angebot auch mit Beitritt selbstverständlich dabei. Ich sehe da auch keinen Sinn darin, wenn wir das Ziel, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist, einen föderalen europäischen Bundesstaat zu haben, dass wir dann mit mehreren Währungen am Ende arbeiten müssten. Also ich glaube, das muss schon ein Ziel sein. Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte für uns und auch für die, die ihn haben. Insoweit, glaube ich, muss man das neuen Partnern auch anbieten können. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Hofreiter, an Sie würde ich als Vorsitzenden gerne noch mal jetzt die Frage stellen, wie sehen Sie denn so jetzt mal mit dem Blick in die Zukunft das Schicksal der Europäischen Union, sagen wir mal so, auf Sicht von 20 Jahren? Ich möchte dazu noch sagen, wir haben ja eine Menge Baustellen, wir hatten es eben erwähnt, wir haben eine Migrationspolitik, die sehr unterschiedlich ist innerhalb der EU, teilweise unkoordiniert. Es geht auch um eine Energieversorgungssicherheit, die auch etwas unkoordiniert wirkt. Atompolitik spielt da mit rein, dann gibt es auch interne Strukturprobleme, auch politische Prozesse, zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip. Soll es aufgehoben werden oder nicht? Könnte es die Europäische Union auf lange Sicht entscheidungsunfähig machen? Wir müssen ja auch bestehen können gegenüber den anderen großen Mächten in Zukunft. China wird sicherlich eine solche Macht sein, die USA. Wie schaffen wir das denn? Wo, Herr Dr. Hofreiter, sehen Sie die Europäische Union, sagen wir mal, in einem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren? In 20 Jahren ist es der Europäischen Union gelungen, die Staaten, die jetzt in der Debatte sind, in die Europäische Union aufzunehmen. Es ist in relativ kurzer Zeit gelungen, den Krieg aus Europa wieder zu vertreiben. Wir haben mit Hilfe von modernsten Technologien, wie zum Beispiel KI kombiniert mit Robotik, mit mRNA, mit modernsten Energietechnologien wie Photovoltaik und hochmoderner Wasserstofftechnologie, mit einem Umstieg der Chemieindustrie weg von der auf fossile Energien basierten hin zu grünem Wasserstoff basierten Chemieindustrie, ist es uns gelungen, unseren Wohlstand zu verteidigen und nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen. Wir waren, wie man gesehen hat, bei der mRNA-Technologie auch Deutschland eins der Vorreiterländer. Es ist deshalb gelungen, weitgehend so Krankheiten wie Krebs zu besiegen. Wir haben es geschafft, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unsere Freiheit gegen seine äußeren und inneren Feinde zu verteidigen. Und im Gegensatz zu dem, was jetzt viele wahrnehmen, ist die Europäische Union, der europäische Kontinent, ein Aufbruchskontinent, ein Kontinent mit Optimismus und wieder einem echten Vertrauen in die Zukunft, weil wir nämlich gerade sehen, jenseits so ein bisschen der Wahrnehmungsschwelle, ich war ursprünglich Naturwissenschaftler, dass in der Wissenschaft herrscht gerade im Moment eine gigantische Aufbruchsstimmung. Wenn Sie, wie gesagt, mRNA-Technologie, wenn Sie CRISPR-Cas nehmen, also das ist eine Technologie, die uns auch im Medizinbereich sehr viel helfen kann. Wenn Sie die unglaublichen Durchbrüche in der Energietechnologie sich anschauen, wenn Sie sich die Chemieindustrie anschauen, wenn Sie sich bestimmte Bereiche in Mobilität, da sind wir gerade nicht gut, wenn Sie sich serielles Bauen anschauen, modernste Betontechnologie, wenn Sie sich, wie gesagt,
hoffentlich bauen wir bald einen 300-Meter-Mast bei den erneuerbaren Energien, also bei der Windkraft. Die Preise für Windkraft sind eingebrochen. Das heißt, es ist gelungen, gegen diese Mischung aus Zukunftsängsten, gesellschaftlicher Depression und Demokratieverdrossenheit die Europäische Union in einen Kontinent zu verwandeln, der mithilfe seiner Softpower, seiner Geeinigtheit, auch seinem Ablegen der Naivität von Diktaturen wie Russland oder China gegenüber eine ganz, ganz neue Zukunft hat. Russland hat den Krieg verloren gegen die Ukraine und hat sich dann nach und nach in eine Demokratie entwickelt und wir haben ein ganz neues Verhältnis zu Russland. Die Menschen in Russland atmen sozusagen auf, erleben das erste Mal eine längere Phase von Freiheit. Auch in China sozusagen gibt es verstärkte Debatten darüber, ob technologischer und technischer Fortschritt eigentlich ausreicht oder ob man nicht auch Freiheit haben will. Die Erinnerung ans Massaker um den Tiananmenplatz, das inzwischen lange her ist, lebt wieder auf in China, nachdem sie lange vergessen worden ist. Die Menschen entdecken ihre Geschichte wieder und die Demokratie ist wieder am Fortschritt und immer mehr Menschen erleben Freiheit und Wohlstand, so wie es auch Anfang der 90er Jahre war. Ja, Herr Stockmeier, dann will ich die Frage auch gleich mal an Sie weiterleiten. Wo sehen Sie die Europäische Union in etwa 20 Jahren? Lieber Toni, du erlaubst, dass ich einen institutionellen Aspekt ergänze. Sie sind heute in Ihrem Parlament im Bundestag zu Gast. Und meine Vision für die Europäische Union in 20 Jahren ist die, dass in dieser Europäischen Union Ihr Parlament, unser aller Parlament, das Europäische Parlament, noch einen ganzen Tacken mächtiger sein wird, als es heute der Fall ist. Eine Europäische Union, in der die unmittelbar demokratisch von Ihnen, von uns allen legitimierte Völkervertretung ein gewichtiges Wort mehr mitzusprechen haben wird, als es heute der Fall ist. Und bei so einer Frage darf auch Träumen erlaubt sein. Ich fände es großartig, wenn wir dann alle so in unserem Alltagsdenken auch nochmal ganz anders verortet haben, hey, es gibt diese europäische Ebene, dass wir selber in dem, was wir von Politikerinnen und Politikern fordern, auch europäischer unterwegs sind, dass zum Beispiel bei Europawahlen die eigentliche Europapolitik der Parteien, die sich zur Wahl stellen, für unser aller Wahlentscheidung auch nochmal eine stärkere Rolle spielt, als es heute der Fall sein wird. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es so kommen wird, dass dadurch die Europäische Union auch nochmal einfacher, verständlicher und griffiger und auch wirklich mehr Ihr aller, unser aller Ding wird. Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Stockmeier. Das klingt nach sehr viel Optimismus. Auch hier gebe ich die Frage weiter an Herrn Petri. Wie ist Ihre Position dazu? Ja, ich habe auch die Vision des Europäischen Föderalen Bundesstaates, der in 20 Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir die Digitalisierung unserer Gesellschaft hinbekommen, dass wir nachhaltig, umweltfreundlich auch den Klimawandel bekämpft haben. Das geht nur mit der Europäischen Union und nicht mehr als Nationalstaat alleine. Dass wir die Transformation unserer Industrie hinbekommen haben, dass wir gute Arbeit hier haben, dass die Europäische Union im Herzen der Menschen ist, dass die Europäische Union uns schützt. Manchmal hat man ja die Meinung, dass viele meinen, man muss vor der Europäischen Union geschützt werden. Nein, das ist genau umgekehrt. Das muss im Kopf dann sein. Dass wir unsere neuen Freunde dabei haben und dass der im Prinzip der gesamte geografische Kontinent ein Wirtschaftsraum ist und dass wir nach wie vor der Leuchtturm in der Welt sind, was Demokratie und Freiheit angeht. Quasi wie ein Magnet, das ärgert uns auch manchmal, gibt auch kritische Debatten dazu, aber das ist doch was Schönes. Die Grundfreiheiten, dass wir die ausbauen, dass wir so leben, wie wir gerne wollen, in einer freien, offenen, bunten Gesellschaft. Und das garantiert die Europäische Union und das ist meine Vision für auch in 20 Jahren. Ja, ich glaube, das ist übrigens auch mal ein Applaus wert im Sinne der Europäischen Union, wenn es denn so kommt, wie Sie prognostizieren.
Und Herr Sacher, vielleicht auch von Ihrer Seite aus nochmal eine Vision. Die wesentlichsten Sachen sind hier alle erwähnt worden, was gerade auch noch angesprochen wurde, die Digitalisierung. Und da wäre meine Hoffnung auch, dass wir den ganzen Bereich, ich nenne es jetzt einfach mal Desinformation, auch wirklich unter Kontrolle und den Griff bekommen haben, dass weder von autokratischen Staaten Einfluss genommen werden kann, unkontrolliert, noch von sehr, sehr mächtigen Unternehmen, die uns sozusagen vorschreiben, wie das im digitalen Raum läuft, sondern dass die Europäische Union ihre Macht als großer Markt, und das ist auch das, was ja gesagt wurde, Deutschland allein ist gar nicht mehr in der Situation, als großer Player der Welt aufzutreten. Europäische Union allerdings schon. Und das ist natürlich dann nochmal meine Hoffnung, dass man auch da wirklich vorangekommen ist, nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch in einer Kontrolle bzw. in einer Regulierung der digitalen Welt, dass nicht jeder alles machen kann und vor allen Dingen die Desinformation, die unsere Gesellschaft hier in Deutschland, aber auch in Europa gefährdet. Wenn ich nur mal einen kleinen Blick noch mal in ein Erweiterungsland, die Republik Moldau, ein sehr kleines Land, was noch viel, viel stärker einer russischen Desinformation ausgeliefert ist und natürlich allein schon durch die Größe und die wirtschaftlichen Möglichkeiten auch auf unsere Hilfe angewiesen ist, dem etwas entgegenzustellen. Und das ist, glaube ich, noch mal eine große Aufgabe, das ernst zu nehmen, etwas entgegenzustellen. Und da ich halt auch aus dem Kulturbereich komme, sehe ich in der Europäischen Union auch einfach diesen Kulturraum. Und wenn ich sage Kultur, europäische Kultur, meine ich nicht irgendwelche Volkstanzgruppen, die so ihre eigenen Traditionen aufrechterhalten, was sehr wichtig ist und sehr gut ist, dass man natürlich auch seine Herkunft nicht verliert. Aber wenn man in Europa unterwegs ist und einfach sieht, gerade was ich vorhin schon sagte, junge Menschen, wie sie in einer Welt sind, wie sie eine Art von Musik hören mit unterschiedlichsten Einflüssen, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz essentielles Spielfeld, wo europäische Kultur und damit dann auch Europäische Union sich manifestieren kann. Und das hoffe ich mir, dass wir dann auch wirklich dort auch die Grenzzäune verlieren immer mehr und auch dann schauen, was europäische Kultur, ein kleines Stichwort, so etwas wie Arte, eine europäische Medienplattform dann auch da ist. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte selber noch einen Abschlusssatz bringen. Ihnen ist wahrscheinlich bekannt, dass über 2/3 aller Staaten auf diesem Erdball in autoritären oder sagen wir mal sogar in diktatorischen Verhältnissen leben. Wir hier in Europa haben das große Glück, dass wir in Demokratien leben. Und das ist nicht zuletzt der Europäischen Union zu verdanken. Das fällt auch nicht vom Himmel. Dafür muss man sich auch einsetzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Demokratien auch halten. Insofern finde ich es eine gute Sache, dass Sie sich hier auch im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union dafür einsetzen, dass wir diese Europäische Union auch behalten, dass wir dort Mitglied sind, dass wir sie erweitern unter den genannten Umständen. Und ich freue mich, dass hier so viel Optimismus verbreitet worden ist. Natürlich gibt es den einen oder anderen kritischen Punkt, auf den man sicherlich auch mal hinweisen müsste. Aber insgesamt überwiegen dann doch die Vorteile. Das würde ich auch mal ganz klar so sehen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Geduld bedanken, dass Sie hier bei dem sehr schönen Wetter so geduldig zugehört haben. Herr Dr. Hofreiter, Sie als Vorsitzender sich hier eingefunden haben und Ihnen als Abgeordneter des Ausschusses für Ihre sehr vielseitigen Facetten, die Sie genannt haben. Und wir sollten die Daumen drücken, dass dieses Projekt dann auch zukunftsfähig bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Erscheinen.